So Leute, und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 18 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Yeah! Und wir starten jetzt direkt gleich mal rein in das Spiel gegen Bochum. Aber davor möchte ich gerade noch kurz was sagen. Ich habe mir überlegt, dass ich einige Spiele jetzt immer simulieren werde und nicht spielen werde. Weil sonst hänge ich hier noch 2020. Und das ist, glaube ich, auch nicht das Wahre. Also habe ich mir überlegt, dass ich immer so 2-3 Spiele mit in eine Folge reinpacke. Und eins dann immer davon spiele. Das heißt jetzt, in dieser Folge wird wahrscheinlich, oder werden Bochum simuliert, also das Spiel gegen Bochum wird simuliert und gegen Berlin. Und das Spiel im Pokal, das werden wir selbst spielen oder werde ich selbst spielen. Dann ist ja natürlich auch erstmal die Transferphase zu Ende. Und in der nächsten Folge dann wieder 3 Spiele und dann wieder 3 Spiele, vielleicht auch mal 2 Spiele. Weil wir haben ja nicht so viele Spiele in einem Monat. Und das Let's Play soll ja ein bisschen länger gehen als 10 Folgen oder sowas. Wenn ich mich noch ein bisschen krank anhöre, dann entschuldige ich mich dafür. Ja. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich würde sagen, Aufstellung passt eigentlich. Wir haben ja 2 Verletzte. Spora vielleicht noch mal reinbringen für Brandy. Auf der Auswechselbank, weil ich habe so viele Stürmer, ne? 6 Stürmer oder sowas. Mit Klos, dann der Ben. Ich weiß immer nicht, wie er ausgesprochen wird. Spora, Vogelsammer, Brandy und Putaro. Also recht viele. Naja, wir gehen jetzt erstmal rein in das erste Spiel gegen den VfL Bochum. Simulieren wir natürlich. Aber ich kann auch mal zurückgehen. Denn wir sind gerade Erster. Noch. 6 Tore, 1 Gegentor, 2 Spiele gewonnen, perfekt. Wir spielen gegen den 13. in der Tabelle und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht ja, nochmal gewinnen und unsere Führung mal ausbauen. Entschuldigung. So, Tesche in der 7. Minute mit der gelben Karte und Stöger führt, oder Bochum führt 1-0 in der 16. Minute und das Tor macht Stöger. 45 Minuten sind rum. Los, Jungs. Jetzt wird ja noch mal ein bisschen gewechselt. Vogelsammer geht raus und dafür kommt Kemp. Los, Jungs. Nicht verlieren. Vielleicht ein Tor noch, bitte. 1-1. Jawohl. Teixeira. Oder Teixeira. Ich hab's wieder vergessen, wie der Name heißt. 1-1 in der 81. Minute. Und damit trennen wir uns. Wie gesagt, 1-1. Jeder kriegt einen Punkt. Perfekt. Gefällt mir. Und ja, jetzt sind sie hier fast alle platt. Und dann gehen wir jetzt ins Spiel rein gegen... Ah, Patrick Weihrauch ist wieder fit. Gegen wie spielen wir? Gegen Dresden. Und ich mache kurz die Aufstellung und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. Also bis gleich. So, und damit geht's in den deutschen Pokal. Dresden gegen Bielefeld im Stade Municipal. Toll. Die Kommentatoren habe ich ausgestellt diesmal. Weil die mich nerven und ja, was weiß ich. So, gucken wir uns die Aufstellung noch an oder nicht. Ich habe eigentlich nicht so viel verändert, also müsste es eigentlich nicht so wichtig sein. Wir können aber eigentlich vielleicht, oder? Nee, komm, wir gucken nicht rein, scheiß was drauf. Brauchen wir nicht. Dann gucken wir hier nochmal ein bisschen hoher Druck und Pressing. Bisschen offensiv gehen wir direkt schon mal. Und dann geht es auch direkt schon los im DFB-Pokal gegen Dresden. Oh, ja. Und da schon der erste Ballverlust. Schade aber auch. So, Jungs, kommt. Hallo? Kriege keinen angewählt. Perfekt. Schöner Ballgewinn? Doch nicht. Komm weiter drauf hier. Weiter drauf, Prietl. Genau. Cashbaumer habe ich mit reingebracht, glaube ich. Ja. Für, ich weiß es nicht. Was war das denn für ein... Was war das denn für ein Pass? Da habe ich aber nicht hingepasst. Lass mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe schon lange kein FIFA mehr gespielt. Ich nehme das auch ein bisschen vorab auf. Hallo, komm schon. Schön. Behrendt. Aber Prietl und jetzt mal ein bisschen schneller vorne.
Nils Quaschner, da steht aber keiner. Schön. Prietl, los, lauf. Glaube ich nicht der schnellste. Klos. Spora und. Jawoll! Schön! Schön! Schön, schön, schön! Kerschbaumer mit dem 1:0 in der 10. Minute. Dankeschön. 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 Und da bebt das Stadion. Da bebt das Stadion. Meine Güte, was ist denn da los? Bielefeld führt 1:0. Konstantin Kerschbaumer. Schön gemacht. Schön gemacht. So, und jetzt ein bisschen Druck rausnehmen. Wir führen jetzt 1:0, aber hinten nicht alles offen machen, denn, ja, ein bisschen den Gegner kommen lassen und im richtigen Moment dann nach vorne preschen. Aber das Problem ist, irgendwie gefällt mir die Aufstellung, glaube ich, nicht so ganz gut. Aber vielleicht muss ich auch erst reinkommen. Quaschner. Vielleicht ist auch Profi. Ich sage viel zu oft vielleicht. Vielleicht, nochmal. Ist Profi auch ein bisschen zu leicht jetzt, ne? Also müssen wir vielleicht mal eine Stufe höher stellen. Mal gucken, wie das hier noch weitergeht. Teixeira mit einer Flanke, kommt aber nicht an. Schütz nochmal vielleicht zu Prietl. Komm schon, nochmal ein bisschen zurück hier. Hartherz. Da steht keiner. Schön zu Spora, den habe ich auch mal gebracht für Brandon. Oh, Pfosten! Ah, das gibt's nicht. Und nochmal, Kerschbaumer. Für Quaschner. Zu Quaschner ist aber nicht angekommen. So, nochmal, komm. Hier spielt nur der DSC Arminia Bielefeld. Und das soll auch so weitergehen. Kerschbaumer nochmal. Oh, schade. Da geht er nicht ran, der Verteidiger. Aber ich bin auch nicht, ich hab's auch nicht gecheckt. So, 23 Minuten bis jetzt gespielt und da ist das erste Foul. Ja, los, komm. Schön. Jetzt mal ein bisschen was hier von Schütz sehen hier, ne? Kommt schon, Jungs. Schön. Börner. Viel Pass. Weiter geht's. Weiter geht's. Mal hier Prietl. Zu Spora, der zu Schütz. Ah, Kacke. Wollte ich eigentlich durchstecken, hat aber nicht so ganz geklappt. Das gefällt mir nicht hier. Hallo Jungs, wir wollen hier ein bisschen Ballbesitz machen. Wir wollen hier einen auf dem FC Bayern München machen, aber da kommt, perfekt. Da kommt Ortega raus und fängt den Ball im richtigen Moment ab. Nochmal Schütz, Prietl. Ja, komm schon. Schön, nochmal ein bisschen zurück hier. Die linke Seite ist frei, da wollte ich eigentlich nicht hin. Einmal zurück und Klos! Oh, das gibt's nicht. Zweimal Pfosten. Nein, oh, dreimal Pfosten. Oh. Kacke. So. Und vielleicht, ich weiß noch nicht, wie ich das demnächst noch mache. Vielleicht schneide ich das jetzt auch schon die nicht so interessanten Stellen raus, aber dann wird das Video immer so kurz, das will ich nicht. Sollte schon so eine angemessene Länge sein von 15-20 Minuten, sollte es eigentlich schon sein. Da jetzt noch Transferphase ist und die ersten vier Folgen, das müsste jetzt die fünfte sein, die ersten fünf Folgen etwas länger sind, weil, wie gesagt, die Transferphase ist und auch ich auch ein paar Transfers gemacht habe. Und ein bisschen Eingewöhnungsphase. Ja, finde ich das eigentlich ganz okay, wenn die auch dann schon mal ein bisschen länger ist. Nochmal Schütz. Ah, da kommt er nicht. War ein bisschen blöd. War ein bisschen blöd. Vielleicht schreie ich auch ein bisschen. Ich muss das Mikrofon ein bisschen näher ran machen. Dann klappt das auch. Jungs, hallo. Wie wär's? Jetzt wäre nochmal der perfekte Zeitpunkt für ein Tor. Oder auch für eine Chance für Dresden. Kommt aber nicht. Los, komm schon. Lauf jetzt. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Schön. Klos. Oh, warum läuft der denn? Soll doch ein bisschen entgegenkommen. War vielleicht ein bisschen zu früh.
2 Minuten Nachspielzeit gibt es. Und dann geht es erstmal in die Halbzeitpause. Aber auswechseln will ich eigentlich noch nicht. Die Mannschaft gefällt mir eigentlich auch ganz gut bis jetzt. Ja, perfekt. Steht hinten ein bisschen wackelig. Innenverteidiger habe ich jetzt nicht gefunden. Wollte ja eigentlich noch einen guten Innenverteidiger holen. Aber die Innenverteidigung ist ganz gut. Vielleicht eigentlich noch links oder rechts außen. Weil Quaschner ist eigentlich ein Mittelfeldspieler. Ich weiß gar nicht, ob der... Ja doch, der kann links sogar spielen. Perfekt. Ja, wir haben ja noch Nachwuchstalent Kemp, aber eigentlich will ich nicht, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es voll vergessen, Mann. Kacke. Fehlpass, perfekt. Und jetzt ist wieder Arminia Bielefeld am Ball. Und vielleicht jetzt auch ein gescheiter Angriff. Würden die hier mal ein bisschen laufen? Perfekt. Nein, oh, ich wollte gerade hier zu Prietl, war das, glaube ich. Passen, aber hat nicht so ganz geklappt. Los, komm, jetzt lauf. Schön. Und jetzt los. Oh. Was war das denn? Ein Raunen in der Zuschauermenge. In der Fußballmenge. Mhm. Alles klar, Lukas. Komm schon, komm schon. Hm. Ah, war ein bisschen. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was? Boah, Alter. Komm schon. Schön abgenommen den Ball. Schön abgenommen den Ball. Jetzt aber. Ah, da wollte ich gerade flanken. Auf der linke Seite zu Cashbomber. Hat aber nicht so ganz geklappt. Komm schon. Grätsche! Nicht geklappt. Schade. So, Quaschner jetzt am Ball. Und jetzt nochmal von vorne hier den ganzen Angriff. Genau, Cashbomber kommt entgegen. Und jetzt hier. Taxera. Oh, was soll das denn? Da steht immer so ein Lappen. So, jetzt nochmal. Doch mal die ganze Sache ein bisschen zurück nochmal. Aber da wollte ich doch gar nicht hin. Jetzt stehen sie hier aber ein bisschen dicht hier, ne? Und Klos! Oh, schade. Der ist noch drin. Oh. Jetzt spielen sie ja aber schnell nach vorne, die Säcke. Die Dresdner. Klappt aber hier nicht so ganz. Auch bei mir nicht. Komm schon. Komm schon. Was soll das denn? Schön. Nochmal kurz einmal zurück und jetzt wieder nach vorne. Zu Quaschner. Der zu Spora. Kommt er dran? Nein, kommt er nicht. Aber es gibt Einwurf. Und ich glaube, wir wechseln jetzt auch mal aus. Prietl ist schon ganz am Ende. Salger? Ja, der kann da bestimmt spielen, ne? Sonst wird es mir ja nicht angezeigt. Ja, zentrales defensives Mittelfeld. Bring ich mal Salger rein. Für Prietl. Und jetzt mal hier. Schöner Einwurf. Schöne Flanke. Da steht Klos. Aber verdeckt. So, und jetzt mal ein bisschen schneller nach hinten hier. Ja, der hat sich hingelegt. Oh Gott. Der hat sich hingelegt. Kann der flanken? Abseits. Oh. Was wird mir da für ein Wechsel angegeben? Cashbaum für Raus und Brereton. Oder Ben. Ja, komm. Wechsel ich auch nochmal aus. Vielleicht nochmal ein Stürmer auf der linken Seite. Ja. Oh. So, komm schon. Jetzt aber. Schön, nochmal zurück. Zu Salger. Mit seinem ersten Ballkontakt, glaube ich. Und dann zu Spora. Komm jetzt. Los. Ah. Oh, das war doch kein Schuss. Das war eigentlich eine Flanke. Was wird mir da? Nee. Die wechseln nochmal aus. Wir warten nochmal. Ich würde nochmal Riley reinbringen. Auf rechte Seite. Einfach mal ein bisschen Spielpraxis nochmal bekommen. Die letzten 15 Minuten gleich. Wenn der Ball nochmal in Aus gehen sollte. Was? Cavani? Ach ja, genau. Hatten wir, glaube ich, gesehen. Oder hatten wir das gesehen? Dass Cavani zu Barcelona wechselt. So, jetzt wechseln wir Arma nochmal ganz schnell aus.
Riley, kann der links auch? Ja, kann er sogar. Perfekt. Dann kommt Teixeira raus und Riley kommt rein. In der 75. Minute. Passt sogar perfekt. Nochmal 15 Minuten ein bisschen spielen. Und jetzt aber vielleicht... Nein. Komm schon. Ja. Ja. Lauf, Klos. Lauf, Klos. Lauf, Klos. Klos. Jawohl. Schön. 2:0, 77. Minute. Fabian Klos mit der Nummer 9. Und damit führt der DSC Arminia Bielefeld 2:0 im Stadion von den Dresdnern. Da ist er. Sieht aber nicht so ganz aus, ne? Fehlt ein bisschen die Akne. Naja. So, jetzt vielleicht doch mal. Jetzt sind sie ein bisschen hier angepisst hier. Die Leute aus Dresden. Gehen wir nochmal sehr offensiv einfach mal. Vielleicht kriegen wir ja noch ein schönes Ding hier rein. Also können wir noch ein Tor machen. So. Perfekt. Nochmal Flanken. Vielleicht mal ein bisschen. Was war das? War der Abseits? Wo war Abseits? Wie ich sehen? Ach, der. Ah. Der Pass war Abseits. Ja, natürlich ein bisschen suboptimal. Ah, der ist aus. Der ist für uns. Nochmal zu Hartherz. Quaschner. Und jetzt Quaschner. Lauf. Lauf. Und jetzt aber. Nein. Oh, da wollte ich es gerade ein bisschen schön machen. Hat aber nicht so ganz geklappt. So, und nochmal die ganze Chose. Ah, da wollte ich eigentlich gerade mit... Lauf doch! Oh. Wollte ich eigentlich mit Brandon mal abziehen. Hat aber... Klappt aber nicht so ganz hier. Der ist aufgeregt, der Kerl. Der ist aufgeregt. Oh, oh. Jetzt müssen wir aber hier ganz schnell nach hinten. Nein! Oh, perfekt. Da kommt Ortega raus. So, Jungs, und jetzt nochmal ein Angriff und dann war es das bestimmt auch. Schön, jetzt lauf. Nochmal rein. Nochmal rein. Spora. Knapp daneben. Schade. Die Nummer 8 vom DSC Arminia Bielefeld. Macht es nicht, aber das heißt, wir sind in der nächsten Runde. Wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Nochmal Klos, nochmal abziehen. Perfekt, schön. Da kriegt unser Neuzugang Brandon, oder wie immer er auch heißt, noch einen Assist. Und damit steht es 3:0. Zweimal Fabian Klos und einmal, ich weiß es nicht mehr, ich hab's schon vergessen. Cashbaumer, genau, in der 10. Minute. Und damit haben wir erfolgreich, ich wollte gerade Bremen sagen, in Dresden Und damit haben wir erfolgreich Bremen... Mann, wollt ihr mich gerade verarschen? Dresden rausgekickt aus dem DFB-Pokal. Mit einem feierlichen 3:0. Perfekt. Dankeschön. 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 So. Und wir gehen jetzt auch direkt gleich ins nächste Spiel rein. Vielleicht kriegen wir noch ein Angebot. Oh, stopp, stopp. Einmal stoppen. Einmal nochmal... Ein bisschen Training für unsere Neuzugänge. Camp, Riley und Brandon. Ja, ist auch eigentlich ganz gut. 3 Cs, 1 B und 1 D. Keiner hat sich leider verbessert. Haben wir 2 Nachrichten. Geänderter Spieltermin, ja. Okay. Und Turnierpreisgeld 155.000. Ja, oh, hallo. So, dann gehen wir nochmal weiter nach vorne. Nochmal ein Angebot für Manuel Prietl. Prietl. Wo spielt der denn? Prietl. Zentrales defensives Mittelfeld. Haben wir da einen guten Austausch? Ja, Salga. Aber Salga ist eigentlich Innenverteidiger. Ich melde mich jetzt einfach mal nicht. Aber wir haben ja noch Scouting-Update. Scouting. Und Transfer oder Angebote aus China. Für den Nationaltrainer. Wollen wir aber nicht machen. Der ist gut. Den lassen wir mal drin. Der kann raus. Kann auch raus. 70 bis... Komm, ich verpflichte die beide mal.
Die sehen eigentlich ganz gut aus. Und dann das nächste Spiel, was die kommende Partie angeht. Ja, er hat eigentlich ganz gut gespielt. Ich setze ihn mal wieder ein für Spora. So. Vielleicht Tränen noch mal rein für Ortega. Einfach mal bisschen Spielpraxis. Hartherz mal raus für Riley. Ein bisschen durchmischen einfach mal. Kemp. Soll ich Kemp mal auf rechte Seite einfach mal für Quaschner bringen? Komm, ich mache es jetzt einfach mal. Ein bisschen. Der ist auch wieder fit. Machen wir es aber mal so. Oder kann Weihrauch auch links? Würde ich ihn, oder kann auch links? Für Weihrauch. So. Und ich glaube, das passt jetzt so. Und dann gehen wir jetzt in die nächste Partie rein, aber nur Simulation. So, gegen Union Berlin. Dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht einen Sieg holen. Wäre feierlich. Wäre echt feierlich. Ein bisschen durchgemischt, aber da geht Union Berlin in der 14. Minute in Führung. Hedlund. Hört sich eigentlich ganz plausibel an. Da wird einmal gewechselt. Vogelsammer kommt rein für Kemp. Riley. Schön, mit dem 1:1. 70. Minute. Taxera kriegt nochmal in der 61. Minute die gelbe Karte. Und vielleicht nochmal ein schönes Tor. Nein. Ah, schade. In der Liga läuft es jetzt gerade nicht so. Zwar unentschieden. Das heißt, vierter Platz. Aber, ja. Das ist eigentlich ganz okay für Arminia Bielefeld. Vierter Platz. Kann man sehen lassen. Und da ist der Brandon auch gleich schon auf einer 69. Kriege ich nochmal ein Angebot. Die letzte Partie. Herr Trainer, danke, dass... Ja, kein Problem. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte weiter. Kriege ich nochmal Angebote bestimmt. Angebot zurückgezogen und Nöte ist auch wieder fit. Perfekt. Das gefällt mir auch. Ja, ich glaube, da kriegen wir jetzt keine Angebote mehr. Ich würde aber mal sagen, dass ich die Folge jetzt erstmal beende. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Lasst mir eine positive Bewertung da. Ein Kommentar wäre natürlich auch ganz gut. Da sieht man die Abgänge und Zugänge von uns. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Wenn es in die nächsten 3 oder 2 Partien reingeht. Wie gesagt, also bis zum nächsten Mal. Ciao.